Hallo meine Lieben, wir spielen The Walking Dead, die letzte Staffel. Und das Headset fängt jetzt schon an zu rutschen, interessant. Ich habe es jetzt gerade extra länger aufgehabt und ja, trotzdem hat es nicht funktioniert. Wir spielen es auf Deutsch, es gibt keine andere Möglichkeit, das auszusuchen. Ich gebe euch die Zusammenfassung der anderen Staffeln, obwohl am Anfang jetzt dann eh eine kommt. Es geht um die Clementine, um die Kleine, die mittlerweile schon fast erwachsen ist, die, egal wen sie trifft, der nett ist, die sterben ja weg und die anderen sind halt nicht nett. Wir spielen es auf Deutsch, es gibt keine andere Wahl und es ist irgendwie anders als die anderen Staffeln, weil es nicht Episode 1, 2, 3, 4 zum Runterladen gibt, sondern anscheinend nur zwei Teile. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ja, legen wir los. Achtung, die anderen Teile noch nicht gespielt haben, es kommt gleich ein Spoiler. Ich habe leider von den anderen Teilen nichts hochgeladen. Wieso startet es jetzt nicht? Ah, tut sie. Das heißt, ich kann leider keine Speicherdaten übernehmen. Das heißt, wir fangen so an, als hätten wir noch nie gespielt. Es ist draußen hell, das heißt, ich habe mich so viel es geht gespielt mit der Kamera und mit dem Licht, dass es halbwegs gut ausschaut und los geht's. Und da steht jetzt eben Episoden-Extras Einstellungen. Interessant. Das letzte Mal ist direkt losgegangen. Folge 1 starten. Gekauft, aber nicht heruntergeladen. Aha, okay, man kann es im Game dann runterladen. Interessant. Komisch. Das letzte Mal, wo ich es eben angespielt habe, eben um zu sehen, wie es ist. Ist es gleich so losgegangen, ohne mich das alles zu fragen? Als die Toten wieder aufstanden, war ich klein und allein. Bis ein Mann namens Lee mein Beschützer wurde. Immer noch traurig. Lee beschützte auch andere Leute. Aber er konnte nicht alle retten. Ich habe mich entschieden, ich weiß gar nicht, wie ich mich da entschieden habe. Ich glaube für ihn oder für sie, ich weiß gar nicht. Interessant. Muss ich das jetzt auch entscheiden? Na. Ah, oh ja. Interessant. Der Duck war, glaube ich, ein Arsch. Nimm mal sie. Man kann nie alle retten. Interessant. Vielleicht Die hätte ich doch sie Lebenden retten schon sollen. so gefährlich wie die Toten. Jetzt kommt's. Lily, eine Frau in unserer Gruppe, verlor ihren Vater. Und sie hat es einfach nicht ertragen. Sie tötete, was Lee gerettet hatte. Wir nehmen sie mit, oder? Wie sage ich das? Muss ich X drücken? X drücken. Haben wir sie jetzt mitgenommen? Lee ließ sie am Straßenrand Oh, zurück. ich wollte sie mitnehmen. Hoppala. Lee brachte mir bei zu überleben. Es fängt Er hier schon gut beschützte an. mich, solange er konnte. Oh. Aber er wurde gebissen. Ja, genau. Wegen mir. Aber er blieb bis zu seinem Tod mein Lehrer. Immer in Bewegung bleiben, halt dich von Städten fern, schön die Haare schneiden, immer in Bewegung bleiben, ne? Immer in Bewegung bleiben, so viel es geht. Bewegung. Bewegung. Lee Mach konnte Sport. nicht überleben. Und er wusste es. Er Ich habe hatte eine eine Chance. allerletzte Bitte an mich. Ihn umbringen. Ihn erschießen natürlich. Ja. Ihn zu erschießen. Und das habe ich. Puff. Danach traf ich eine andere Gruppe. Kaputte Menschen auf der Flucht vor sich selbst. Eine der Frauen bekam einen kleinen Jungen namens Elvin Jr. Sind die zweite AJ. Staffel? Er überlebte. Seine Mutter nicht. Ich fing an, mich um ihn zu kümmern. Aber Jane ließ AJ im Schnee zurück. Wir dachten, er sei für immer verloren. Kenny flippte völlig aus. Und ohne Lee musste ich eine Entscheidung treffen. Oje, was müssen wir jetzt schon wieder entscheiden? Kenya schießen, Jane sterben lassen. Der Kenny war eigentlich, glaube ich, relativ loyal, also lassen wir sie Ich sterben. konnte nicht. Kenny ermordete Jane. Aber AJ lebte. Jane hatte ihn nur versteckt, um etwas zu beweisen. Ich bin Nach auch all deppert, oder? dem. Ich bringe alle um. Ups. Mit Kenny reisen. Wir sind mit Kenny gereist. Dachte ich trotzdem, dass wir zusammenbleiben sollten. Für AJ. Aber wie alles,
war auch das nicht von Dauer. AJ und ich reisten zu einer neuen Grenze. Ich dachte, wir hätten etwas Solides gefunden. Aber ich habe mich wieder geirrt. Menschen. Sie nahmen mir AJ weg. Ah, echt? Ich sei zu jung, um mich um ihn zu kümmern. Interessant. Für AJ gekämpft. Ich kämpfte. Aber hat ich war Minsk zu schwach. Gespürt? Naja, sicher, die sind viele und erwachsen. Ich habe lange gesucht. Und als ich die Hoffnung aufgab, fand ich ihn. Wir suchen jetzt gemeinsam nach einem Ort, den wir Heimat nennen können. AJ hat nur mich. Ich habe nur ihn. Und ich beschütze ihn mit meinem Leben. So wie Leaf mich beschützt hat. Das war aber noch nicht alles, was passiert ist, oder? Ja, deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Naja, das wissen wir eh. Es erinnert mich an Staffel 4. Das sind Gleise. Oh, das hat mich geschreckt. Nein, es ist doch eine Straße. Also von der Serie, die Staffel 4, da gehen sie nur spazieren am Gleis und erzählen sich Geschichten und am Schluss lassen sie sich einsperren von Menschenfressern. Alle. Wo soll ich ihn hin? Also aufs Kind, ne? Das andere Spielzeug. Was machst du denn da, Schlawina? Ich tue, als hätten wir Kugeln. Lass es. Es fängt an zu nerven. Wer halt fragt, wann sind wir da? Sind wir schon da? Nenn mich wann nicht Schlawina. Dafür bin ich zu groß. Ich mag Schlawina. Oh, ich hab dich doch immer Schlawina genannt. Zeit, dass du aufhörst. Ich heiße Alvin Jr. Ist AJ noch okay? AJ ist noch okay. Hat Hunger. Was ist los? AJ? Hunger. Sie hat die Haare geschnitten. Übergibt die Zeitschrift. Übergibt das Spielzeug. Was ist das? Naja, da ist die Zeitschrift aber besser als das Spielzeug, wenn du mich fragst. Hier, üb lesen. Oh, üb lesen ist nicht nett. Hallo? Aber ich will nicht. Ja, das verstehe ich. Ich will das auch nicht wollen. Das lenkt dich aber von deinem Bauch ab. Ofen, vorheizen, Rahm und Vanilleschoten in einen Topf geben und kochen lassen. Ach, weißt du, lass es lieber. Davon kriegst du nur noch mehr Hunger. Übergib den Snack. Hier, mehr haben wir nicht. Und du? Ist ruhig. Wir finden sicher bald was. Ich glaube dir. Interessant. No? Jetzt wird's was. Mir hat die Staffel gefällt, wo sie auf dem Berg sind, da die Zusammenfassung, aber. So wie auf einer Bergstation oder so irgendwie. Aber es ist schon wieder Jahre her, seit ich das gespielt habe. Tun wir's? Aber es war gerade im Angebot. Denk für schon. 11,99 € oder so. Billiger wird's nicht werden. Tun wir's.
Ist ein tristes Spiel, falls sich jemand wundert. Es wird immer trister und trister. Also wenn man Depressionen hat, sollte man vielleicht was anderes spielen. Ah, das habe ich vom Demo, glaube ich, gespielt. Das kann ich mich irgendwie erinnern. Oder war das in einem anderen Teil vielleicht auch? Greif nach Brechstange. Betrachte Spielzeug. Nimm Feldflasche. Na, tun wir zuerst das Spielzeug betrachten. Ah, Entschuldigung. Und nimm Feldflasche. Vielleicht kriegen wir Wasser irgendwo. Wasser brauchen wir auch. Okay. Können wir nochmal die Brechstange greifen? Du hast Brechstange, falls was im Weg steht. Okay. Kreis wir verlassen. Ein Auto mit Charakter. Freunde, bitte klingeln. Also Zutritt verboten. Suchen wir uns Essen. Die Frage ist, wenn ich klingel, macht das doch ein Geräusch, ne? Freunde, bitte und klingeln. Das lockt doch Beißer an. Das? Anläuten. Das bedeutet, dass man hier zuerst schießt. Wenn du siehst, bedenke mögliche Konsequenzen, bevor du eine Entscheidung drückst. Ja, wir läuten an. Die wollten das so. Keine gute Idee, aber. Was machst du? Na, läuten. Ah, dann wissen wir wenigstens, was auf uns zukommt. Okay. Ich kann gleich am Anfang sterben, sozusagen. Sehr schön. Können wir außen herum? Na. Na gut, dann gehen wir rein. Geläutet haben wir ja. Mit R umsehen, ja. Ich hab's eh schon gesehen. Ah, da sind jetzt Schienen, schau. Kann sie laufen eigentlich auch? Nein, kann sie nicht. AJ, bleib zurück. Drücke Kreis zum Betäuben oder Dreieck zum Töten. Warum soll ich ihn betäuben? Ist er Zombie? Er ist am Boden. Noch da? Noch da. Keine Bisse. Jetzt gehen wir da rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass da drin alle tot sind, ist sehr hoch. Er geht zum Spielzeug. Ah, man kann doch rennen, schau. Wie gut auf die Reifen schaukeln. Monsterfalle? Keine Falle. Man schaukelt darauf. Zum Spaß. Du setzt dich in den Reifen und jemand schubst an, bis du ganz hoch schaukelst. Oh, das will ich probieren. Na dann? Wenn wir hier fertig sind. Na zuerst? Wenn du fertig bist, musst du abhauen. Noch einmal, vielleicht geht's jetzt. Oder schaukelt sie vielleicht? Ich schaukel gerne. Aber man kann als Erwachsene leider nur in der Nacht schaukeln, weil tagsüber die Kinder schaukeln. Und in der Nacht dürfen wir ja nicht raus, ne? Nimm Schädel, warum? Interessant. Aha, da legt sie ihn runter. Interessant. Du hast eingesammelt Rehschädel. Könnte zu einer Mütze passen. Aha. Mit R1 ist man gelaufen, okay. Okay, wir schauen zuerst vorne. Aber ich nehme an, dass man da hinten reingehen muss. Aber ich habe das so lange nicht mehr gespielt, dass ich mir... Ich glaube, ich muss die Kamera dann weniger sensibel einstellen. Weil ich spiele und mir wird fast schlecht, ne? Begutachte das Fass. Hallo Fass. Bäh.
Maden? Keine Maden mehr. Diese Maden. Was? Trinke Wasser? Pff. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, das hätte ich voraussagen können. Das habe ich mir fast gedacht. Es hätte aber auch gut gehen können. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Ja, da ist... Ja, genau. Haben die gewartet? Nein, nein, noch nicht. Schauen wir zuerst. Nein, da war nichts mehr, gell? Okay. Ich drücke die ganze Zeit L1 zum Laufen. Weil das bei ein paar anderen Spielen so war. Was müssen wir machen? Ich habe 4 gespammt und nach links gedrückt. Wir lauschen nach Monstern. Und dann? Komm schon, du weißt es. Wir an einem neuen Ort. Prüfen die Fenster? Prüfen die Fenster. Ganz genau. Richie hört immer zu. Aha. Habe ich gesagt, die sind hinüber? Gefesselt. Kriegen die uns? Nein, wenn wir es töten, vorher nicht, ne? Nein, tun sie nicht. Ja, aber töt sie trotzdem. Irgendwann halt. Irgendwann halt der Zombie nicht mehr. Sind alle zugenagelt. Die ist verschlossen. Irgendwann halt der Zombie oder das Seil nicht mehr. Und dann rennen sie herum. Nicht aufzukriegen. Mit oder ohne Beine. Du hast Hunger, ich weiß. Ich auch. Wir finden bald was. Können sie bitte die Zombies töten? What the fuck? Betritt ein Kartenhäuschen? Der ist bestimmt für die Tür. Hau ihm einfach an. Das klappt nicht. Für was habe ich denn bitte bei der Sprechstange? Brechstange. Bisszettel. Bitte lasst uns in Frieden. Wir wollten es so. Also wenn ich schon ein Zombie bin, war es für mich okay, wenn man mich tötet. Untersuche das Gift. Gift. Haben Sie aufgegeben? Sie wollten die Welt gemeinsam verlassen. Hand in Hand in Ihrem Zuhause. Finden wir ein Zuhause? Mal sehen. Den ganzen Tag nicht niesen müssen. Kaum spiele ich, geht's los. Aber ich habe schon wieder Gänsehaut, wie immer beim Spielen. Holen wir den Schlüssel? Oh, ist riskant. Vielleicht heulen einfach einen Schlüssel. Sehen wir uns um. Müssen clever sein. Ganz genau. Sie sprechen nicht mehr in ganzen Sätzen. Ja, verwende Trinkbrunnen. Wir haben eh gesehen, wo das Wasser herkommt. Das wäre auch zu einfach, oder? Ticket in 2. Ticket? Oh, whatever. Also, es ist eine Zugstation, ist das. Aha. Betrachtet dich. Für ihr letztes Mal. Ja, viel getrunken haben sie auch, ne? Na komm. Mädchen. Untersuche Behälter. Bohnen. Selbst eingemacht. Vielleicht sind da noch mehr. Das Glas mit Bohnen. Vielversprechend. Sieh nach Eche. Ja, Hunger.
Dann krieg sogar ich Hunger. Wobei, ich bin heute um 4 oder halb 5 aufgestanden. Durchkrabbeln. Also er kann's. Für mich. Schlüssel oder Fenster? Das steht zur Auswahl. Er hat ein Messer. Wir sollten die Monster töten. Ja, das sehe ich genauso. Die sind keine Menschen. Sie waren mal Menschen. Ja, aber jetzt sind sie es nimmer. Wollten in Frieden gelassen werden. Ist das besser? Wir töten sie. Ich hole den Schlüssel. Es ist besser, wir töten sie, als dass er irgendwann, auf die Idee kommt, dass er sie leben lässt. Und dann er zwei. Weil irgendwann lässt er die leben und dann stirbt er deswegen. Also machen wir gleich kurz einen Prozess. Mhm. Die lebt noch. Ja, die lebt noch. Die ist widerspenstig, schau. Gut gemacht. Sie wischt das Messer nicht mal ab. Es tut mir wirklich leid. Mhm. Geh du schlafen. Denen ging es hier gar nicht schlecht. Können wir hier bleiben? Mal sehen. Ich hätte ja gesagt. Niemand ist hier. Es ist nirgendwo jemand. Immer sind es nur Monster. Also es nicht gibt viele nicht Leute. Mehr viele Leute, Kleiner. Das ist traurig. Wie viele waren es mal? Alle. Ganz viele. Ein paar. Denk dran. Du weißt schon. Sieh den Hammer auf den Kopf. Ganz genau. Na komm, suchen wir weiter. Irgendwas Essbares muss es geben. Ich hoffe es. Ui, ich höre da schon Zombies kommen. Betrachte die Matratze. Kein schlechter Schlafplatz. Naja, besser als im Auto, ne? Okay. Okay, rechts herum geht's nicht. Kinderbett? Wahrscheinlich da war kein Kind. Da war wahrscheinlich Nein, der Grund, warum sie sich umgebracht haben. Vielleicht war das der Grund. Verdorben. Ja, sorry, Kleiner. Hätte aber auch gut abgelaufen. Gehen können. Verdammt. Hör auf hey, zu fluchen. Hör auf zu fluchen. Ich meinte doof. Schau mal. So, ich muss mal ganz kurz die Nase putzen. Bewegt hier drunter ist was. Also ich muss. Aha. Tür im Boden? Ja. Wollten wohl was verstecken. Ah, okay. Drücken, drücken, drücken. Mahlzeit. So viele Sachen. Ja,
Echt viel. Damit könnten wir uns wochenlang satt essen. Oh oh. Zu machen, zu machen, zu machen. Eine Falle. Ah, Scheiße. Oh Gott. AJ. Ja, jetzt kommen die Zombies. Das war eh klar. Das war laut. Jetzt muss ich mal was überlegen. Monster. Oh Mist. Okay, wir müssen zurück zum Auto. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Halt dich raus und warn mich? Und ich bin schon wieder tot. Nochmal. Oh je, das habe ich schon mal bis zu 30 Mal gemacht. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Ich drück X! Okay, das ist nicht richtig. Wir müssen den anderen zuerst töten, anscheinend. Okay. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Okay, rennen hilft auch nicht. Okay. Oh Gott, das wird jetzt länger dauern. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Okay, kann ich irgendwie zurückgehen? So. Renn! Renn! Oh, da geht's nicht rauf, die ist behindert. Clementine, was machst du? Mist. Die rennt aber langsam. Wieso rennt die so langsam? Und wann nicht? Ah, der ist der dritte Zombie, schau. Was ist denn das für ein Scheiß? What the fuck? Ja, und jetzt? Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Na, sie geht nicht drauf. Es ist wurscht, was ich mach. So, mal umdrehen und schauen, wo die sind. Da sind sie. Da halten wir jetzt ein bisschen mehr Abstand. Nein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Verdammte Scheiße. What the fuck? Ich kann nicht einmal irgendwas zielen oder so. Es gibt mir ja kein Zieldings. Also was soll ich machen? Soll ich ihn einfach dort lassen und vorbeirennen? Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich weiß es nicht. So ein Scheiß. Du, was nimmt sie überhaupt das Messer, wenn sie es nicht verwenden kann? Okay.
Also ich renne jetzt bei dem einfach vorbei, so gut es geht. Hier drüben. Los, zum Auto. Aha, vorbeirennen war die Lösung. Ah, das macht sich von selber interessant. Na, fahr! Jetzt stirb endlich, du Zombie, du, das gibt's ja nicht! Und jetzt mach zu und fahr. Ja, der hat keinen Finger mehr. Jetzt start das Auto! Na komm, komm! Ja, ich würde gerne den Schlüssel reinstecken. Ja, und ich bin schon wieder tot. Also Handbremse lösen, Gang reinlegen. Aber warum muss ich den Schlüssel nicht reinstecken? Ich meine, man muss doch zuerst den Schlüssel reinstecken. Schwupp! Also, löse Handbremse. Na komm. Zack. Gang rein. Na Gas. Okay, das war's auch nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Puff. Was ist das für ein Scheiß? Schub! Auto. Ich hab gelenkt. Clem, sieh mal die Schlüssel. Dreck. Schnapp. What? X. Jetzt schnallt er sich noch an, oder what the fuck? Na komm, Fahrmittel. X. Aha. Na, das fängt ja gut an. Bumm. Und sie schlaft ein. Hilfe. Hilfe. Bitte. Wo? No? Sometimes I don't know where. Ich werde das Lied drin lassen, auf die Gefahr hin, dass ich Copyright-Probleme kriege. Ja, es fängt gut an, ne? Bin gespannt, wo die aufwacht. Oh, hübsche Augen. Oh, ein Haus ist mal ganz gut als Anfang.
find's nett, dass er zuerst das Kind gerettet hat. AJ! Naja, falls du dich verwandelst, ne? Das Klebeband. Wo bin ich hier? Im Kinderzimmer. Hallo? Betrachte Gitterstäbe. Wo zum Teufel bin ich? Öffne Schublade. Lesestunde. Vielleicht war das ein Kinderheim-Internat, glaube ich nämlich nicht, dass es ist. Wäre es irgendwie hübscher. Na komm. Okay, na dann. What? Kleiderschrank. Eine Kiste? Was ist da jetzt so spannend? Jetzt geht's gleich puff. Na, nimm das Sessel. Ist ein Sessel da? Ah, da, schau. So müsste es gehen. Aha, zugesperrt anscheinend. Spachtel. Kann ich nicht zuerst die... Nein? Wenn sie in die Richtung schaut, gehe ich eindeutig mal in die andere. Rachel? Na? Ja? Wie lange hat die geschlafen? Der ist viel größer plötzlich. Jetzt zeig mich. Ich bin hier. Leg das Messer hin. Warum machst du das nicht auch? Wir tun dir nicht weh. Wir haben den Jungen. Er ist in Sicherheit. Ich bring dich zu ihm. Leg einfach das Messer hin. Wie soll ich wissen, ob ich dir trauen kann? Beweis es mir. Zeig ihn mir. Vertrau mir. Dann tue ich's. Hübsche Schuhe hat sie. Ja, der hat eine super Frisur. Bumm. Siehst du? Wir tun dir nicht weh. Ich bin Marlon. Der Kleine ist Tennessee. Kurz Ten. Er hat sich um dich gekümmert. Ja, er sagt nicht viel. Clementine. Tut mir leid wegen der Tür und den Fesseln und so. Du warst in einem schlechten Zustand, als wir dich fanden. Wir mussten vorsichtig sein. Nur ich für verstehe. Alle Fälle. Keine Erklärung nötig. Wie gesagt, ich war in einem schlechten Zustand. Ja, milde ausgedrückt. Muss da draußen hart gewesen sein, für euch zwei. Ich wollte dir aber keine Angst machen. Ich war nur vorsichtig.
Tut mir leid, wenn es falsch rüberkam. Aber jetzt bist du sicher. Dein Freund auch. Komm, gehen wir zu deinem Jungen. Na, komm mal. Bin schon gefesselt. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Kann ich mal gleich die zweite Episode runterladen heute? Dabei habe ich Batman noch gar nicht fertig gemacht. Und Paranormal Activity wollte ich weiterspielen. Und bei Made of Scare ist ja noch der Waldspaziergang ausständig. Den habe ich auch versprochen. Ihr habt also da draußen eine ganze Weile überlebt. Ja, wir sind schon lange unterwegs. Du weißt dann wohl, wie du klarkommst. Man trifft selten jemanden in unserem Alter allein in der Wildnis. Du klingst überrascht. Du klingst überrascht? Als ob ich nicht auf mich aufpassen könnte. Nein, 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 gar nicht. Tut mir leid. So meinte ich das nicht. Ehrlich, ich finde das ziemlich klasse. Oh, er steht auf mich. Haben die gleiche Hose an, sag einmal? Lauter Kinder und Jugendliche. Wo sind die Erwachsenen? Gut, dass wir dich rechtzeitig gefunden haben. Es war nicht leicht, euch beide aus dem Wrack zu ziehen. Und da kamen Beißer. Ist das Auto Schrott? Mhm. Ja. Verdammt. Musste also, schnell sein. Hätte ich gleich sagen Keine können. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir den Rauch nicht gesehen hätten. Danke. Ganz allein mit dem Jungen? Keine schöne Vorstellung. Ich habe schon übles Zeug erlebt. Ah, hallo? Hallo? Na dann. Was ist mit ihm los? Du bist neu hier. Wir haben sowas wie dich noch nie gesehen. Noch nie ein Mädchen, oder was? Wo sind wir hier? Du hast sicher gemerkt, dass das mal eine Schule war. Ah, doch, Schule. Jetzt Na dann. Ist es, was immer wir wollen. Wer hat hier das Sagen? Tja, ich. Klingt sicher komisch, ein Kind, das auf Kinder aufpasst. Aber wir kommen gut zurecht. Wir haben gute Mauern, eine gute Verteidigung und eine gute Lage. Keine Erwachsenen? Es verirrt sich kaum noch jemand hierher. Gar keine Erwachsenen? Es war nicht immer so wie jetzt. Leute gehen, sterben. Gibt immer weniger von uns. Ich habe etwas aufgebaut, das einigermaßen funktioniert. Dann heiße ich dich hiermit offiziell willkommen. Im Erickson-Internat für Sorgenkinder. Die Beschreibung dürfte auf dich und deinen Jungen ziemlich gut zutreffen. Hm. Ist verdammt hart, so lange zu überleben, ohne Sorgen zu haben. Ich sag gar nichts. Hab wohl recht. Besonders was deinen Jungen angeht. Der schreit nach Ärger. Wieso? Er hat uns ziemlich terrorisiert. Wie bitte? Sagen wir einfach, dass er ohne dich ziemlich unglücklich war. Extrem. Hey, Marlin! Wir haben Weiß am Zaun! Mist, ich muss mich darum kümmern. Wie ich Willy kenne, sind es zwei Beißer-Omas und ein wütendes Eichhörnchen. Gibt Schlimmeres. Der Junge ist drin, bei Louis, glaube ich. Louis? Ja, stimmt. Geh einfach nur der Musik nach, dann findest du ihn. Komm in die Gänge, Willy! Wo ist deine verdammte Waffe? Er schaut nur. Interessant. Jetzt zieh mal gerade die Patschen an. Immer der Musik nach. Okay. Oh, hübsch. Du kleiner Mistkerl! Hey! Hey! Bist du auch endlich wach? Der Knirps hat mich gebissen! Er hat Glück, dass ich ihm keins übergebraten habe. Hat fast ein Stück abgebissen. Ah, es tut verdammt weh. Sieht ihm nicht Glaub ich dir nicht. AJ würde sowas nie machen.
Würde er schon und hat er auch. Und dann kommst du und behauptest, dass du mir nicht glaubst? Geht's noch? So eine verzogene Göre-Bumm. Der steht und hört der Musik zu. Wann hat er gebissen? Clem! Dir geht's gut. Ich hatte Angst, du... Okay, mir zu meinen. Geht's gut. Und weißt du, was du bist? Boss. Kitzlig. Aber... AJ? Oh, wir kriegen eine Trophäe für Kitzelmonster. Schau dir das an. Das Mädchen sagt, du hättest sie gebissen. Stimmt das? Das geht nicht. Du darfst sowas nicht, Kleiner. Die haben uns geholfen. Tut mir leid. Sie hat sich angeschlichen. Egal, hör auf zu beißen. Kein Beißen mehr. Du bist doch nicht tot. Gut. Hab auf deinen Kleinen aufgepasst. Ich heiße AJ. Wie bitte? Ich hab auf AJ aufgepasst. Danke, weiß ich zu schätzen. Kein Problem. Naja, nicht kein Problem. Er war etwas anstrengend. Aber ich hatte noch Glück, im Gegensatz zu Ruby. AJ mag es nicht, wenn sich Leute anschleichen. Mach das niemals. Geht klar, kleiner Mann. Aber zum Glück konnte ich ihn mit meiner wunderschönen Musik beruhigen. Ein Beruhiger. Ich bin Louis. Clementine. Oh, stimmt. Ganz vergessen. Marlon hat eure Tasche hier gelassen. Keine Sorge, ich mach schon. Ist überhaupt noch was drin? Weiß er auch, was das ist? Ist dreckig. Mach sie sauber. Später vielleicht. Rein da. Wo sie hingehört. Hältst du das für eine gute Idee? Mhm. Das Ding ist größer als er. Ist die Waffe geladen? Ja. Er schießt besser als du, das garantiere ich dir. Hey! Naja, macht wie ihr denkt. Kennst du noch andere Lieder? Tja, eins noch, aber du bist bewaffnet. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine, you are lost and gone forever. Ich kann nicht singen. Sorry, Clementine. Like she was, and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes with her topses, sandals were for Clementine. Wie gefällt es dir, AJ? Naja, es ist laut. Stimmt. Laut ist schlecht. Nicht immer. Drück diese Taste. Na komm. Einfach die hier. Trau dich, AJ. Drück ruhig. Jetzt drück die hier. Und die da. Ein Naturtalent. Hey! Hast du Rosie gesehen? Nein. Scheiße. Wir haben da draußen ein kleines Problem. Das geht schon los. Ich frage ungern, du bist ja noch neu hier, aber wir könnten Hilfe gebrauchen. Ja, hast ja. du Lust, ein paar Beißer zu erledigen? Ja. Du auch, Louis. Hol deine Ausrüstung. Okay. Oh.
Rosie! Wo zum Teufel ist sie? Hör mal auf zum Schreien. Hast du ihr ihre Waffe gegeben? Gut. Du musst es für uns benutzen. Draußen ist eine Gruppe Jäger, die wieder reinkommen will. Die braucht unsere Hilfe, den Weg freizuräumen. In den letzten paar Tagen sind mehr unterwegs als sonst. Fast als ob etwas ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Wie zum Beispiel, naja, eine Explosion oder ein Autounfall. Vi. Was? Ich sag's ja nur. Irgendeine Erklärung muss es geben. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Clementine. Ja, ich weiß. Der Kleine redet ununterbrochen von dir. Okay, es ist ein Mädchen. Hallo Clementine. Ich bin Violet. Sehr erfreut. Du hast's gehört. Okay, Jungs und Mädels, sie kommen! Dann los! Seid draußen vorsichtig. Ignorier Violet hier. Fix deinem ans Herz. Wirklich. Ach, das? Das ist ein Stuhlbein. Ich nenne es Holzi. Holzi. Naja, du bleibst drinnen. Du musst für mich aufpassen. Ruf heraus, wenn du was siehst, ja? Okay. Wir sehen uns nachher. Ah, ich werde gleich wieder sterben. Naja. Clem, Monster! Ja, was muss ich jetzt machen? Ja, er spielt Baseball, ne? Nice. So geht man mit einem Beißer um. Dieses Gebiet ist mit lauter Fallen für diese Rindviecher präpariert. Halt nach ihnen Ausschau, sie sind alle markiert. Scheiße! Ich hab's anvisiert, aber es kam nichts. Okay, und jetzt? Ah! Ja, dann habe ich nicht gesehen. Ja, ich bin tot. Habe ich eh gesagt. Dieses Gebiet ist mit lauter Fallen für diese Rindviecher präpariert. Halt nach ihnen Ausschau. Sie sind alle markiert. Ja, aber sie... Ah, jetzt. Na, komm, renn. Dreh dich um. Ich habe nicht gesehen! Shit! Krass. Kannst du bitte rennen, Mädchen? Renn. Oh, Schatz. Jetzt. Drück! Ich habe X gedrückt! Was für ein Scheiß! Ah, muss ich nicht verstehen. Los, gehen wir ihnen entgegen. Jetzt. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich rennen soll. Wo sind wir jetzt hingerannt? Wo ist denn die Straße? Upsi. Da ist die Straße. Oh oh, tötet die Beißer. Wenn ich jetzt hin würde! Ah, ich bin schon wieder tot. Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. Los, gehen wir Ihnen entgegen! Okay, gehen wir Ihnen entgegen. Es sind drei, pass auf. Ich töte mal den einen. Der zweite ist aber gleich daneben, ne? Oh, die Falle ist schon ausgelöst. Shit. Hoppala.
shit. Ich renne schon wieder im Kreis. Oh, Schatz. Wo ist denn noch eine Warte? Ist da noch irgendwo einer nicht ausgelöst, außer die eine, wo ich gerade nicht habe drücken können, weil die von der anderen Seite kommen sind? What the fuck? Wie lange kann man im Kreis rennen die ganze Zeit? Ich bin schon wieder tot. Ja. Wie soll ich denn da sagt keine Beißer in der Nähe, da kommen zwei. Was ist denn? Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. So, einer ist einmal weg. So, wo ist das zweite? Die nächste. Also irgendwie muss ich noch einen töten und kann ich den letzten... Oh, rennen! Warum rennen die so langsam, oder what the fuck? Ja, das, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also, puh. Vor allem, es waren drei. Ich habe einen getötet, dann kommen schon wieder drei auf mich zu. Jetzt renne ich nach links. Ich töte ihn und renne nach links. Los, gehen wir ihnen entgegen. Eins, zwei, drei. Schau, was sage ich. Zack. So, einer ist weg. Und jetzt renne ich nach links. Vielleicht ist das besser. Wow! So ein Mist! Kann ich im Kreis rennen und... Die Falle ist auf der falschen Seite. Ja! Ich hab Dreieck gedrückt. Blödes Spieler, what the fuck? Das gibt's ja nicht. Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. Los, gehen wir Ihnen entgegen. Vielleicht hätte ich die andere Falle zuerst auslösen sollen. Jetzt. Habe ich jetzt zwei erledigt? Nein, ne? Ich renne schon wieder in die falsche Richtung. Dann mal hinten herum. Geht das? Nein, geht nicht. Ja, so ein Mist. Also ich musste irgendwie trennen und dann Dreieck drücken und dann schauen, dass ich die anderen irgendwie in die Falle... was weiß denn ich, was ich da machen soll? So, wo sind die jetzt da? Da. Wo ist denn die Falle überhaupt? Ich sehe die Falle gar nicht. Rennen wir noch eine Runde. Wo ist denn die Falle jetzt hingegangen? Ich höre einen von rechts auch. Jetzt mal umdrehen. Alle drei gleichzeitig. Nein, nicht vor meinem Gesicht jetzt fliegen, du Mücke, du. Wo ist denn jetzt die Falle hin? Da. Ich habe X drückt schon. Ah, das ist ein Mist. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. Los, ja, bei mir bald nimmer, ne? Jetzt renne ich zuerst eine Runde, also R1. Ja, ich weiß, er kommt. Aber ich muss euch da irgendwie töten. Und dazu müsst ihr von der richtigen Seite kommen, habe ich beschlossen.
Und was ich nicht verstehe, ist, warum jetzt der zweite nicht dranhängt, ne? Scheiße, das hängt auf einem anderen Baum. Ich glaube, das hängt auf dem Baum. Das ist schon runtergefallen. Wo ist denn jetzt der Baum hin, wo die Falle dranhängt? So, wo sind sie? Da hinten. Wenn schon, denn schon. X. Ah, fuck die Bohne, das gibt's ja nicht. So ein Scheißdreck. Das ist ein Schaß. Vor allem, ich habe jetzt keine Falle mehr über. Und warum schießt der Eche eigentlich nicht? Der steht doch bei dem Tor und hat eine scheiß Waffe in der Hand. Und wo sind die ganzen anderen? Was für eine Scheißpartie. Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. Los, gehen wir Ihnen entgegen. So, ich renne jetzt mal eine Runde als allererstes. Und verschaffen wir da mal einen Überblick. So. So, looky looky. 1, 2, 3, 4, okay. Also doch 4. Ja, ja, ja. Oh shit, falsche Richtung. So, wo sitzt die erste Falle? Da. So. Irgendwann habe ich jetzt nochmal Hand drauf. So. Scheiße, da hinten stecke ich fest wahrscheinlich, ne? Shit. Dreieck, ich hab Dreieck gedrückt! Ich hab Dreieck gedrückt, du Scheißspiel, du! Vierk! So, einer ist hinüber. Wo sind die anderen? So. Mal kurz umdrehen. So, jetzt da. Dreieck. Boom. So. So geht das. Puh. Yo, hier drüben. Gutes Timing. Sehr viel länger können wir sie nicht abwehren. Allerdings, wo kommen all die Beißer bloß her? Wir reden darüber, wenn wir sicher hinterm Tor sind. Haltet Ausschau nach Nachzügler. Nachzügler? Menschen oder Zombies? Weißt du, du bist gar nicht so übel, angesichts der Umstände und so. Ach, meine neue beste Freundin. Hopp. Violet. Geben wir ihnen den Rest. Wir wollen ja nicht, dass sie noch mehr Weißer zur Schule locken. Ja, ich sehe keinen. Da. Ich hab gedacht, man soll am Kopf ziehen. Wieso schießt ihm damit in den Rücken? Ja, ja, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Dreck, bam! Oh. Ups! Ah, Hund, 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 Hund! Uff! Und einmal noch draufhauen. Oh, nice! Das ist ein guter Hund, bravo! Ist er Rottweiler oder Boxer? Hey, hey! Ist doch gut, ist doch gut. Ihr freundet euch langsam an, Rosie und du. Ich hatte mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund. Rosie kann dir helfen, drüber wegzukommen. Sie ist echt knuddelig. Nur kopierte Ohren wenn hat. Wenn sie Beißer in Stücke reißt. Hat Schluck auf. Der oder Schnackerl, wie man bei uns sagt. So, der Spaß ist vorbei. Gehen wir rein. Oh, ich bin am Verhungern. Nicht nur du. War es da draußen? Was meinst du, wie es war? Sei lieb, Asim. In der Sicherheitszone ist fast nichts mehr. Es reicht kaum für heute. Wir müssen weiter auskundschaften, wenn wir Essen für den Winter wollen.
Wir reden später darüber. Nichts da. Wir sollten sofort darüber reden. Verdammt, ich hab's später gesagt. Ganzen Tag fliegt die Scheißmücke nicht herum, außer... Du hast es geschafft. Ich spiel und hab das Headset auf. Der Auftritt hat deine 2 Plus verdient, Vi. Du warst schon besser. Leck mich. Dann halt eine 2 Minus. Aber Clem hier, eine solide 1. 1 Plus. Da lächelt sie. Sei nicht eifersüchtig, Vi. Steh drüber. Du warst eine Wucht, Violet. 1A. Ich weiß. Unsere neue beste Freundin. Also ist eindeutig sein Hund. No? Die sind echt gut, was die Monster angeht. Hey Leute, das Essen ist fast... Ja, weil er sich von hinten schon wieder anschleicht. Alter. Ja, du darfst dich nicht an ihn ranschleichen. Er hat ein Problem damit. Schmerzhafte Sache. Er kann Leute nicht in die... Du weißt schon, schlagen und dann mit ihnen zusammen essen wollen. Ich rede mit ihm. Hey. Hey. Was guckst du dir da an? Was macht der Vogel da? Das ist eklig. Er soll aufhören. Wir sollten darüber reden, was gerade passiert ist. Es war keine Absicht. Ich weiß. Ich wollte ihn nicht hauen. Ich wusste nicht, dass es Marvin war. Marlon. Stimmt. AJ, die werden dir bestimmt verzeihen. Wir sollten mit ihnen reden. Aber sie mögen mich nicht. Ich kann es spüren. Glaub mir. Sie kennen dich noch nicht, AJ. Wenn sie dich erst kennen, mögen sie dich sicher so sehr, wie ich dich mag. Ich weiß nicht. Marlon war total wütend. Und das Mädchen hat mich angeschrien. Ich habe Angst vor ihnen. Hör zu, AJ. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Das Auto ist weg. Und auf der anderen Seite dieser Mauern sind Beißer. Willst du wirklich wieder da raus? Nein. Also ja, dann entschuldigen wir uns bei Marlon. Gleich jetzt? Wir sollten unseren Mut zusammennehmen. Reden wir erst mit den anderen. Michael Jackson, sein jüngerer Bruder, hat Marlon geheißen. Hilf AJ, Freunde zu finden, ne? Haben die einen Tisch, Fußballtisch? Mit Mitch? Ah, das sind 2. Hey. Hey, du bist neu. Bin ich. Ich schnitze eine Waffe. Das sehe ich. Ja, das sehe ich. Das machst du gut. Gefällt dir das, Kleiner? Willst du was Cooles sehen? Ich will es sehen. Bis er sich in den Finger cool, schneidet. Was? Ich habe so auch mit dem Butterfly-Messer gespielt, bis ich mir den Finger geschnitten habe. Tut mir leid. Okay. Ist da auch irgendwer? Nein, nur die Tür? Betrachte die Barrikade. Hier geht's nicht weiter. Die wollten wohl nicht, dass man hier durchgeht. Überraschung, dass sie nicht wollen, dass wer reinkommt. Ja. Es riecht nach Rosmarin, Zitronen. Louis und Freund? Hey, Leute. Clem, AJ, das ist Omar. Pardon. Omar, der Koch. Hallo, und nein, es ist noch nicht fertig. Omar ist Perfektionist. Wenn der Geschmack etwas daneben ist, muffelt er eine Woche lang. Dann stinkt er oder was? Essen muffelt. Oder gut essen. Man braucht nur etwas Geduld. Ich sag euch Bescheid, wenn es soweit ist.
Na, gehen wir zuerst zu dem Typen im Buch. Dem gefällt das sicher nicht, dass wir den jetzt anquatschen, wenn er da was tut. Hallo? Aber wurscht. Hallo? Ach, hallo, ihr seid's. Clementine, nicht wahr? Ja, du bist Azim. Was schreibst du denn? Was heute geht geschehen dich gar ist? Nichts an. Ah. Ich halte alles fest. Wie in einem Tagebuch? Ich betrachte es eher als Historie. Die, die nicht aus der Vergangenheit lernen und so. Du schienst vorhin echt wütend auf Marlin zu sein. Er reduziert die Sicherheitszone immer weiter. Wir haben immer weniger Orte zum Jagen. Was bedeutet, dass wir auch immer weniger zu essen haben. Das neue Mädchen hat den Jägern bei der Rückkehr geholfen. Sie hat... Hey, halt die Klappe. Das darfst du nicht lesen, Kleiner. Gib es her. Es lag doch hier. Na und? AJ, gib es ihm zurück. Okay. Danke. Dieses Ding ist die einzige Möglichkeit, mal ungestört zu sein. Das muss ich mir erhalten, versteht ihr? Ich muss das bis zum Abendessen beenden. Tja, oh, das war ich richtig. Will ja nicht unhöflich sein, aber... Tschüss. Ciao. Tschüss mit Ü und ciao mit Au. So, Marlon? Ich kann nicht. Wieso noch nicht? Okay, reden wir mit jemand anderem. Naja, wenn man mit dem Buben spielt, dann muss man auch was einstecken können, ne? Da ist das Mädchen, das ich gebissen habe. Ja, willst du mit ihr reden? Um mich zu entschuldigen? Mhm. Ja. Sie macht mir Angst. Sie ist immer wütend. Du schaffst das. Mach es so. Sag dir, dass du Angst hattest. Getan hast. Wegen meinem Problem? Ja, du musst dich deshalb nicht schämen. Sei einfach ehrlich. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja? Tut mir leid mit dem Beißen. Das mache ich, wenn ich Angst habe. Ich wollte das nicht, aber ich hatte Angst und es tut mir leid. Ich hoffe, dein Finger ist okay. Sei dem doch... Zwerg, ist schon okay. Wir alle spielen etwas verrückt, wenn wir Angst haben. Danke, dass du dich ehrlich entschuldigt hast. Oh? Geschafft! Das hast du. Die anderen Teile waren viel, viel, viel trister. Also, ich muss weitergehen. Ich habe gewartet. Ja, ich stehe da und warte, ob noch was passiert. Ne? Gehen wir mal im Friedhof. Hey, Leute. Was ist das? Na, ein Grab. Unser Friedhof. Ihr habt es noch nicht aufgegeben? Naja, nicht ganz. Wer ist hier begraben? Ihr Vater? Eigentlich niemand. Hier haben wir die Sachen von Tens Schwestern vergraben. Oh. Minnie und Sophie. Zwillinge. Wir haben sie vor etwa einem Jahr verloren. Hm. Wir ehren sie. Sollten wir das auftun? Ja. Vielleicht? Gut, AJ. Ja, das wäre wirklich nett, AJ. Komm. Danke. Na schau, ich kann Freunde machen ohne Tischfußball spielen. Hm. Oh, Clem. Partytier. Ja? Ich kann jetzt mit Marlin reden. Mich würde interessieren, okay, ob die Trophäen so wie bei allen anderen Telltale Games automatisch kommen und man sowieso alle hat oder ob es verpassbare Trophäen gibt. Aber ich habe nicht geschaut. Also, rede mit Marlon und Freundin. Und Hund. Clementine, nicht wahr? Ich bin Brody. Er ist ein süßer, kleiner Kerl. Da draußen gibt es nicht mehr viel, was süß ist. Vorsicht, er beißt. Er beißt. Mach dir keine Sorgen wegen Ruby. Es war wohl Selbstverteidigung.
Entschuldigung fürs Hauen. Können wir bitte hier bleiben und Abendessen und nicht draußen in den Wald gehen und von Monstern gefressen werden? Halb so wild, Kleiner. Du kannst es wieder gut machen, wenn du mir deine Schlagtechnik beibringst. Hast ganz schön Wumms. Hey, Clan! AJ! Essen ist fertig! Ihr habt euch doch euer Abendessen verdient. Meine Damen und Herren, das Essen ist serviert. Danke. Wow, ich weiß nicht, wann wir zuletzt was Warmes gegessen haben. Das ist echt lecker. Er ist schon wieder fertig. Mahlzeit. Also wirklich. Manieren. Was hast du bloß für Manieren, AJ? Gute Nacht. Gute Nacht. Clem. Tut mir leid, Kleiner. Sie haben sicher so viel gegeben, wie sie konnten. AJ, hey. Ich bin satt, Kleiner. Du kannst es haben. Wirklich? Claro. Ich bin fertig. Schon wieder? Mhm, ich auch. Und jetzt? Hör zu. Es wird Zeit für etwas sehr Wichtiges. Oh Gott. Gute Nacht. Mist. Violet, das war das Thema. Es ist soweit. Naja. Welches Spiel spielen wir heute, Lou? Krieg. Oh, abheben. Das älteste Spiel, das es gibt. Es wird von Mensch und Tier gespielt. Das einzige Spiel, was zählt. Seid bereit, ihr Verlierer. Wer die höhere Karte hat, gewinnt. Denn ihr werdet jetzt alle verlieren. Wow, Mann. Das gefällt mir. Ziemlich großspurig. Ja, ziemlich ja, ja. Zutreffend. Es ist simpel. Jeder bekommt einen Stapel Karten, jeder dreht eine um, die höchste Karte. Was habe ich gesagt? Und der Sieger darf Claire meine Frage stellen. Ich habe mal nach seiner reinhauen. Was? Ich will euch kennenlernen. Wir alle wollen es. Und wenn ich gewinne? Dann darfst dann du eine Frage stellen. Du uns was fragen. Das ist fair. Moment, was ist mit AJ? Er hat wohl einen Freund gefunden. Mit dem Hund. Anan? Komm schon, für eine Runde kannst du mal die Augen von ihm abwenden. Eine kleine Pause schadet. Die hat geschlafen, ich weiß nicht wie viele Tage, und jetzt hat er Angst, ja, wenn er mit vielleicht. Denen ist. Er hatte nie jemanden in seinem Alter. Er musste erwachsen werden, bevor er Kind sein konnte. Gut, dass er sich wieder wie ein Junge benehmen kann. Louis, legst du los? Ja, das schaut nicht gut aus. Ja, frag mich, gut komm. Gut gemacht. Wegen AJ. Wo sind AJs Eltern? Tot? Ihr zwei seht nicht verwandt aus. Was ist passiert? Sie sind tot. Sie waren gute Leute. Meistens. Das ergibt Sinn. Er ist ja auch gut. Meistens. Nicht so trist wie die anderen Spieler. Oh, wir dürfen was fragen. Hey, ich hab gewonnen. Hey, stimmt. Also, was willst du wissen? Das Ekligste, okay, was ihr gegessen habt. Was ist das Ekligste, was ihr gegessen habt? Definitiv Pferdeaugen. Honigmelonen. Komm schon. Alter, ich hasse Honigmelonen. Ich habe mal ein Bein gegessen. Ein Bein? Das ist ein Scherz. Witz. Ja. Wirklich? Hat sie nicht gerade einen König gehabt und jetzt liegt ein Ast dort? Los, raus damit. Also, hattest du mal einen Freund? Nein. Oh, du meine Güte. Was? Das kommt vor. Es ist eine gute Frage. Du kannst mich fragen, ob ich eine Freundin hatte. Nein, noch nie. Niemals.
Nicht ein einziges Mal? Nein. Niemals. Ah, gewonnen. Also, Clem. Du kannst nicht immer allein gewesen sein. Wer hat sich um dich gekümmert? Lee. Familie? Wer anders? Lee war der Erste, der mir gezeigt hat, wie man überlebt. Was hat er dir beigebracht? Viele Sachen. Was war das Wichtigste? Überleben. Wie man loslässt? Wie man sich verabschiedet. Wieder gewonnen. Stimmt, hast du. Schieß los. Jemand berühmt? Habt ihr mal jemand Berühmtes getroffen? Nein. Zombie Elvis? Schade. Man hätte gedacht, dass mal irgendwo ein Filmstar aufkreuzt. Sie hatten Geld ohne Ende. Die leben wahrscheinlich in einem Bunker mit Butlern und Wasserbetten und so. Hm. Kann sein. Ich habe mal einen ehemaligen Baseballspieler getroffen. Ein Profi. Das ist cool. Früher habe ich Baseball geliebt. War er gut? Keine Ahnung. Aber er konnte mit einem Schläger umgehen. Baseball ist scheiße. Du bist scheiße. Nicht so scheiße wie Baseball. Violet gewinnt. Hier ist eine Frage, die ich immer gerne in die Runde werfe. Was meint ihr? Wer von uns vier wird zuerst sterben? Puh. Das ist echt daneben. Weiß ich doch. Ich bestimmt nicht. Einer von euch. Ich jedenfalls nicht. Du bist dir ja sehr sicher. Ich habe bisher überlebt. Wir auch. Ich bin der beste Kartenspieler aller Zeiten. Stell deine verdammte Frage. Musstest du... Ach, schon gut. Was? Frag schon. Es ist keine angenehme Frage. Los, frag. So ist das Spiel. Musstest du schon mal jemanden töten, den du geliebt hast? Ja. Louis. Hey, sie wollte, dass ich frage. Lee. Sein Name war Lee. Es war der Tag, an dem ich erfuhr, dass meine Eltern tot waren. Ah, das war sicher ein schwerer Tag. Der schlimmste Tag meines Lebens. Für heute habe ich genug gespielt. Warum hat sie nicht erzählt, dass er gebissen worden ist? Besser. Jetzt glauben die alle, dass sie Menschen tötet. Dass ich frage. AJ, gehen wir. Gute Nacht. Nacht, AJ. Langer Tag, was? Ja. Echt lang. Ich hoffe, du weißt, dass Louis es nicht böse meinte. Er ist nur der weltgrößte Idiot. Er ist mein bester Freund, ich darf das sagen. Entspannt euch. Schlaft. Und fühlt euch wieder wie Menschen. Kommt morgen früh zu mir. Wir können darüber reden, ob ihr länger bleibt. Wir dürfen bleiben? Ja, warum nicht? Wir können darüber reden. Zimmer haben sie ja schon eins. Ich nehme an, dass das jetzt wahrscheinlich das Ende ist von der ersten Episode. Aber schauen wir mal. Nein, es ist noch nicht. Das Fenster wirkt echt sicher. Stimmt. Gut. Er hat doch da schon öfter geschlafen. In dem Kasten sind so viele Farben. Na mal. Hier muss wohl ein Künstler gelebt haben. Was ist ein Künstler? Das ist eine Person, die viele Sachen ausmalt, zeichnet, Bilder malt. Oder Musik macht. Meinst du wie Ten? Ja, wie Ten. Ich male auch gerne Bilder. Oder spielt. Schauspieler sind auch Künstler. Ah, oh, Mist. Musiker. Ich wusste nicht, dass ihr hier seid.
Ich wollte nur etwas holen, aus dem Schrank. Oh, das sind ihre Malsachen. Wo zum Teufel ist er? Oh. Was? Den hatte ich gesucht. Er hat Sophie gehört. Tens Schwester. Er wollte mehr Materialien zum Zeichnen, deshalb... Oh, sorry, das wussten wir nicht. Nein, passt schon. Mach dir deshalb keine Gedanken. Wirklich. Der stand hier schon seit einem Jahr rum und niemand hat ihn angefasst. Wenn AJ damit spielen will, ist das okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das sind beides Blöde. Es ist okay, wirklich. Ich kann ihn auch später noch holen. Er kann ihn erstmal benutzen. Ich sage es Ten. Ten wird enttäuscht sein? Okay. Wie ich sehe, lebt ihr euch ein. Ja, ist das okay? Klar, warum nicht? Warum sind die auf einmal alle so komisch? Dieses Zimmer mochte ich schon immer. Sophie hatte Gemälde und solches Zeug an den Wänden. Jede Menge Farbe. Und Minerva? Sie war echt musikalisch. Aber nicht wie Louis. Sie war wirklich talentiert. Warum sie hatte eine unglaubliche Stimme. Eine echte Blues-Stimme. Marlon hat gewitzelt, dass er eine Gitarre finden und sie beide zusammen durchs Land touren würden. Das ist lange her. Hinterher haben Brody und Ten die ganzen Gemälde entfernt. Und damit war es zu Ende. Ich hätte es gar nicht erwähnen sollen. Es ist keine gute Erinnerung. Jetzt wird's trist. Jetzt geht's los. Wo war ich stehen geblieben? Die meisten, die noch leben. In den meisten Fällen haben wir eher ungute Erinnerungen. Da hast du wohl recht. Was ist mit ihnen geschehen? Mit Sophie und Minerva? Das haben wir doch vorher schon gehört. Sie waren mit Marlon und Brody Essen suchen und haben die sichere Zone verlassen. Kamen nicht wieder. Kommt vor. Die haben nicht mal die Leichen. Ehrlich gesagt fehlt es mir, jemanden zum Reden zu haben. Hier sind so viele Kerle. Manchmal ist hier einfach zu viel Testosteron in der Luft. Tja, und ich bin nicht gerade der gesellige Typ, verstehst du? Manchmal habe ich so eine Art und bin dann etwas schroff. Du wirkst nett. Ich fand dich ziemlich cool. Boah, da muss man sich plötzlich schnell entscheiden. Bumm. Ach ja? Danke. Du warst auch ziemlich cool. Meine neue beste Freundin. Hey Clem, jetzt bin ich ein Künstler. Jetzt zeig her, was du gemalt hast. Ja, Smiley. Super, Kleiner. Oh. Ich sollte gehen. Oh oh. Viel Spaß mit den Materialien, Kleiner. Bis dann. Ja, bis dann. So, Alvin Junior. Die hat gar nicht geklopft. Okay. Wie es reinkommen ist, oder? Für mich? Für die Wand, damit wir uns wie zu Hause fühlen. Das ist eine gute Idee, AJ. Er hat sich Mühe gegeben. Ja. Wie wäre es hier? Oh, wir können unser Zimmer gestalten. Interessant. AJ? Wieso schlaft er unterm Bett? Hey, was machst du? Schlafen? Ich werde hier schlafen. Was? Nein, vergiss es. Hier unten ist es sicher. Hier wisst mich niemand. Du wirst da unten frieren. Im Bett ist es viel wärmer. Was ist mit der Tür? Was, wenn jemand reinkommt? Wenn man versucht, uns weh zu tun? Wenn man versucht, uns zu beklauen? Ich hätte Wache. Wenn nötig, schlafe ich mit einem offenen Auge. Das geht nicht. Ich hab's versucht. Wenn ich hier bleibe, findet mich keiner und ich kann auf dich aufpassen. Ich kann uns beschützen. Ja, dann lass ihn. Gib ihm halt einen Bolster. Was ist los mit dir? Bitte, Clem. Hier unten ist es okay.
Na gut, du kannst unter dem Bett schlafen. Ja, schau, Polster, was hab ich gesagt? Für deinen Kopf. Sag Bescheid, wenn du frierst. Mach ich. Okay, gute Nacht, AJ. Ich glaube, jetzt ist die erste Episode vorbei, noch immer nicht. Ja. Interessant. Ich bin froh, dass wir nicht mehr im Auto schlafen. Hm. Ja, ich auch. Ja. Endstation, ja. Ich nehme an, das war die erste Episode. Schau mal, ob es auch stimmt. No? Nein? Er lässt uns hier bleiben, oder? Wir werden es wohl herausfinden. Suchen wir sein Büro. Ich weiß, wo es ist. Ich zeig's dir. Na dann. Los geht's. Hier hoch. Komm, Clem, hier entlang. Hey, AJ, warte. Nicke rein. Ten ist hier. Hallo. Hey, Tennessee. Was macht ihr so? Ich hab nach mehr Stifte gesucht, aber ich konnte keine finden. Was sind das für Leute? Das sind Feuerwehrleute. Ah, das ist ein Auto. Ich immer dachte, du den Teppich putzen. Sie ist eine Heldin. Aber wer sind sie? Das waren die Leute, die uns beschützt haben. Wo sind sie? Tot? Ich hab noch keinen gesehen. Es gibt sie immer noch. Eines Tages wirst du einen treffen. Das wäre cool. Total cool. Jetzt gib ihn mir wieder. Nein, das ist jetzt meine. Hey, gib ihn zurück. Nein. Gib ihn zurück? Du weißt nicht mal, was sie sind. Okay, okay. Hört auf, ihr zwei. Er gehört dir nicht mehr. Meiner. Nein, ist er nicht. Okay. Danke. Weißt du, wo Marlin ist? Keine Ahnung. Er muss hier irgendwo sein. Ich kann ihn suchen. Das wäre nett. Danke, Ten. Ich mag jetzt da nicht herumstehlen. Aber das werde ich müssen, ne? Schau mal. Hey, was hast du gefunden? Ein Bild. Von Marlin und Luis. Sie sind so klein. Wow, die beiden kennen sich wohl schon richtig lang. Marlin? Oh, ich krieg einen Herzinfarkt. Ja, ja, wenn du dich so anstellst, kommt der Hund. Bleib einfach ruhig stehen. Weg. Stimmt ja, Hunde wecken in dir schlechte Erinnerungen. Tut mir leid, mir war nicht klar, dass du solche Angst vor ihnen hast. Aber ich verspreche dir, Rosie ist halb so wild, wie sie wirkt. Rosie, sitz. Siehst du? Ganz harmlos. Sie will dich nur kennenlernen, das ist alles. Hier, ich zeig's dir. Vertraust du mir? Ja. Rosie. Na gut, warum nicht? Ja, und weg sind die Finger. Geh mit ihr auf Augenhöhe und lass sie an dir schnuppern. Ist schon gut. Sie wird dir nichts tun. Siehst du? Jetzt pfeif und befiehl ihr, Platz zu machen. Mach Platz, Rosie. Das ist so cool. Siehst du? Gar nicht so schwer. Ja, das war ziemlich cool. Ab jetzt wird Rosie dich erkennen. Sie ist extrem gut ausgebildet. Ja, muss es sein als Kampfhund. Sie war der Hund vom Direktor. Braver Hund, ja. Als das hier noch eine Schule war. Aber als alles den Bach runterging, ist er abgehauen. Die anderen Erwachsenen auch. Oh. Haben uns hier uns selbst überlassen. Wow. Deshalb keine Erwachsenen. Alles klar. Untertreibung des Jahrhunderts.
Jetzt sind nur noch wir Kinder hier. Und ich fände es schön, wenn AJ und du bleiben würdet. Ihr zwei seid extrem fähig und das brauchen wir. Hier. Das ist unser aktueller Plan, Nahrung zu beschaffen. Uns gehen die Vorräte aus. Es wird immer schwieriger für alle in der Schule. Baust du irgendwas an? Was ist das Fallengebiet? Mehr oder weniger unser Jagdrevier. Louis hat ein paar Fallen ausgelegt, um Tiere zu fangen. Er und Asim sind heute mit Nachsehen dran. Vom Bahnhof kommen wir. Mir war gar nicht klar, wie tief im Wald wir hier sind. Auf die Art konnten wir lange Zeit unerwünschter Aufmerksamkeit entgehen. Größtenteils, jedenfalls. Das ist die einzige Straße, die nach Erikson führt. Wenn man sie verlässt, kommt man irgendwann im Tal heraus. Früher hatten wir Wegweiser, die zur Schule geführt haben. Aber ich habe sie entfernt. Gescheit. Ich wollte, dass wir schwer zu finden sind. Ein Gewächshaus. Naja, erwarte lieber nicht zu viel. Wir haben uns gut darum gekümmert, haben jede Menge Gemüse angepflanzt. Aber es ist zugewuchert und wir mussten es aufgeben. Was haben die angebaut? Wir Bohnen? Halten uns jetzt davon fern. Komisch. Was ist da draußen? Ah, da fischen wir. Wir haben ein Lager schon. Hier. Direkt am Flussufer. Es ist meist recht sicher. Kommen nur ab und zu ein, zwei Beißer vorbei. Bai und Brody müssten eigentlich demnächst dahin gehen. Das ist der Bahnhof. Unter den Bodendielen war ein riesiges Essensversteck. Wo ihr den Unfall gebaut habt? Den Ort sollten wir wohl vergessen. Von dort ist eine Menge Rauch aufgestiegen, als wir euch gefunden haben. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat zu viele Beißer angelockt. Eins noch. Siehst du die roten Linien? Ja. Alles innerhalb ist die Sicherheitszone. Sie wird mit den Jahren immer kleiner und Nahrung wird daher knapper. Warum geht ihr nicht raus? Geht nicht. Sobald jemand die Zone verlässt, passiert irgendwas Schlimmes. Leute sterben oder verschwinden. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen, Clementine. Es ist nicht leicht, sich um diese Kids zu kümmern. Wenn mir nicht bald etwas einfällt, wenn uns das Essen ausgeht, es darf niemand mehr sterben. Ja. Wir haben schon so viel verloren, Freunde. Geschwister, es darf keiner mehr sterben. Wir werden das nicht zulassen. Versprochen. Danke, Clementine. Von ganzem Herzen, wirklich. Alle verlassen sich auf mich. Darauf, dass ich der Anführer bin, den sie brauchen. Und der will ich auch sein. Mit dir und AJ sind es zwei hungrige Mäuler mehr. Aber ihr könnt mir helfen, den Rest zu ernähren. Also, was brauchst du von uns? Louis und Asim machen sich auf dem Weg zum Jagdgebiet, um Kaninchen zu suchen. Tja, Asim zumindest. Louis, ehrlich gesagt, hoffe ich, dass er überhaupt auftaucht. Violet und Brody gehen flussaufwärts zum Speerfischen. Hoffentlich vertragen sich die zwei, um auch tatsächlich was zu fangen. Beide Teams könnten Verstärkung gebrauchen. Na, aufteilen. Ich glaube, ich mag fischen gern. Wir gehen fischen. Okay. Nimm das hier, damit du dich nicht verirrst. Danke. Es müssen alle mithelfen, wenn wir noch mehr Nahrung finden wollen. Denkt nur daran, in der Sicherheitszone zu bleiben. Ihr sollt alle heil nach Hause kommen. Heißt das, wir dürfen bleiben? Was? Dachtest du, wir schmeißen euch raus? Vielleicht. Tja. Ein kleiner Hundekäfig, da passt der Hund nicht rein. Mal los, AJ. Alles klar. Gehen wir. Wir sehen uns. Was noch immer nicht aus? Wisst ihr, ich hab mir gedacht,
Ich wünschte, wir könnten einen Roadtrip zusammen machen. Einen Roadtrip? Wieso? Ist ja nicht so, als ob es noch was zu sehen gäbe. Ach komm schon, es gibt bestimmt jede Menge zu sehen. Und mit welchem Vielleicht Auto? Kann uns Clem herumführen. Du kannst dein Auto zum Laufen bringen. Und du kannst es auch fahren. So lala. Seid ihr sicher, dass ich fahren soll? Mhm. Normalerweise baue ich keine Unfälle. Oh, jetzt wo du sagst? Ja, ich glaube, Clem hat gerade das letzte Auto der Welt geschrottet. So viel zu deinem Roadtrip. Gehen wir zum Auto? Nein, es ist kaputt. Gut, das Auto hat genervt. Da steht noch ein anderes Auto, schau. Ich wünschte, die alte Rostlaube würde noch funktionieren. Dann könnten wir einfach losfahren. Wir könnten uns abwechseln, wer hinten sitzt. Es wäre wie eins dieser Autos, bei denen man das Dach runtermachen kann. Und irgendwann wäre das Benzin alle. Trotzdem, man darf ja noch träumen, oder? Wo würdest du hinfahren, Clem? Wenn du fahren könntest, wohin du wolltest. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Wenn kein Problem wäre. Oder ein kaputter Vergaser, platte Reifen oder das Getriebe. Spaßbremse. Die Küste runter. Ich würde die Küste runterfahren. Vielleicht am Strand parken und schwimmen gehen. Das wäre der absolute Traum. Jeden Tag in der Sonne verbringen. Und dann an Hautkrebs sterben. Super. Sterben muss eh jeder. Ich wähle lieber Hautkrebs, statt mich in einen Beißer zu verwandeln. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Kenne quasi jeden verdammten Quadratzentimeter Wald. Ich wünschte, es wäre anders. Tagträumerei bringt doch nichts. Auf uns wartet jede Menge Arbeit. Ja, ich glaube, wir sollten uns mal an diese Fische machen. Na, mach dich an die wir Fische. Wir haben Speere im Schuppen. Kommt. Geht schon mal vor. Ich bleibe draußen. Das ist wie bei A Way Out. Da hat man auch Speerfischen gemacht. Wo sind die Speere? Du, wegen Vi. Tut mir leid, dass sie so fies ist. Es ist meine Schuld. Was meinst du? Ich war dabei, als die Beißer Sophie und Minnie getötet haben. Sie und Vi waren gut befreundet und ich glaube, sie gibt mir die Schuld an ihrem Tod. Aber wie kann man sich für sowas Krankes überhaupt entschuldigen? Aber solltest du mit ihr reden? Tja, was weiß ich? Vielleicht habe ich es verdient. Du solltest mit ihr darüber reden. Sie hört dir sicher zu. Ja, sicher. Ich habe es versucht, wirklich. Der Zeitpunkt war immer schlecht. Ja, das ist immer schlecht. Wir waren alle befreundet. Ich vermisse das einfach. Aber als du aufgetaucht bist, keine Ahnung, sie war schon lange nicht mehr freundlich zu irgendjemandem. Glaubst du, ich frage zwar nicht gerne, aber glaubst du... Ja, ich kann mit ihr reden. Du könntest mit ihr reden? Ein großes Mädchen, ich kann reden. Fragen, was sie denkt? Über mich? Es macht mich langsam fertig. Kein Ding, Brody. Ich kann mit ihr reden. Wirklich? Das wäre toll. Danke, Clementine. Ich schaue mir mal unsere Fischfallen flussabwärts an. Fischfallen? Hey, was treibt ihr da drin so lange? Ja, wir reden. Siehst du? Ich bring den zu Vi. Hier müssten noch ein paar andere herumliegen. Es sind drei Erwachsene und ein Kind. Für was brauchen wir noch einen Speer? Finde einen Speer. Hm. Und dann rechts herum, ne? Ein Topf Nur Erde. Ein paar alte Gartenvorräte. Also Schuppen, ne? Da am Boden, ah, da an der Wand steht ein Speer, weil es schon Hallo mal, was du? Er sagt. Was guckst du da an? V plus M. Violet und Minerva. Was bedeutet das? Ich hätte jetzt Marlon gesagt. Sie waren Dass Freundinnen. Sie ein Paar waren. Nein, das wollte ich nicht sagen. Violet war mit Minnie zusammen. Nein, das wollte ich nicht sagen. Liebe. Aha. Verlorene Liebe, na schau. Für was man alles eine Trophäe bekommt. Ich wollte es nicht einmal sagen. Na gut, dass ich mich verdrückt habe. So, nimm den Speer. Cool. Lust, fischen zu gehen? Ja. Mhm. Okay, gehen wir.
Dann muss ich aufstehen. Scheiße. Du darfst keinen Schatten machen. Nicht. Nee. Hey, schau dir mal die Viecher da drüben an. Sie schwimmen gegen den Strom. Merken wohl nicht, dass sie damit leichte Beute sind. Ich will's probieren. Nimm den Speer. Tob dich aus. Das setzt sie mir wieder nieder, ne? Versuch's ruhig mal. Ah, dann stehe ich wieder auf. Konzentrieren. Wo ist denn überhaupt der Fisch? Hey, wieso sind die auf einmal? Puff! Glück gehabt? Ich habe etwas. Gut genug, finde ich. Du hast Fisch. Ich hab Fisch. Du, tut mir leid, dass ich gestern Abend so komisch war. Wegen dem Zimmer und so. Dass ich finde, war gar nicht komisch. War, hat mich härter getroffen als gedacht. Dass ich jetzt immer noch so sentimental bin. War nett, mit dir zu reden. Stress. Ich freue mich, dass wir uns begegnet sind. Ach, ja, ich auch, glaube ich. Ich auch, glaube ich, ist gut. Warte, nochmal. Warte. Wo ist Fisch? Ups. Ah, jetzt schwimmen die schneller, schau. Puff! Oh! Na schau, wie ich das kann. Ein Naturtalent. Die Beute sieht nicht gut aus. Ja, okay. Die Beute sieht nicht gut aus? Manchmal raubt sie mir den letzten Nerv, weißt du? Ja, ich merk's. Was heißt die Beute? Ich meine, ich hasse sie ja nicht. Ich meine, ich wünschte, wir könnten den Roadtrip zusammen machen. Mann, sie ist so... Sie glaubt definitiv, dass du sie hast. Aber schade, so motiviert man sie. Warte, muss ich wieder aufstehen. Zu spät. Ja, viel zu spät. Sie haben wohl dazugelernt. Es sind Fische. Glück mit den Fallen. Ich hab einen. Clem, ich hab was. Hey, toll. Also 4 Fische haben wir. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Mit Brody. Ich weiß nicht, wieso es so ist. Warum ist es so seltsam? Sie macht mich ständig nervös. Und es wird immer schlimmer. Weil du ihr die Schuld dafür gibst, was mit den Zwillingen war. Naja, das habe ich auch gedacht. Ups. Vielleicht Serververbindung wäre nicht möglich gelaufen, wenn ich dabei gewesen wäre. Mhm. Vielleicht hätte ich Sophie beschützen können. Und Minnie. Weißt du, sie will darüber reden. Ich fühle mich einfach schuldig. Da fühlen sich alle schuldig. Ich hätte an dem Tag bei den Zwillingen sein sollen. Ich wollte im Gewächshaus arbeiten. Daher habe ich Brody gebeten, für mich einzuspringen. Aber ich konnte mich nicht mal verabschieden. Ich wollte ja mit Brody reden. Ihr sagen, dass ich ihr keine Schuld gebe. Aber dann musste ich immer daran denken, wen wir verloren haben. Es war einfacher, nicht darüber zu reden. Mhm. Wir sollten gehen. Habt ihr Fische gefangen? Ein paar, aber nicht viele. Ich hab nichts erwischt. Waren 4. Wir sollten Louis und Asim suchen. Vielleicht hatten die ja mehr Glück. Also, einen Tag kann man sich zu 8 davon ernähren. Ich meine, das sind 4 große Fische, wenn jeder einen halben isst. Was? Da würde ich hinfahren. Mit dem Auto. Einfach losfahren, bis wir beim Grand Canyon wären. Große Steine. Ja, das wäre cool. Na schau. Danke. Hey, kommt ihr Trödler mal? Ja, wir sind direkt hinter dir. Interessant, dass die ersten Folgen immer ca. 2 Stunden dauern. Das war sowohl bei Batman als auch bei Game of Thrones genauso.
Wo sind die Kerle hin? Üben die rumknutschen mit einem zahnlosen Beißer? Igitt. Ich weiß. Armer Beißer. Was zur Hölle? Ja, irgendwas stimmt nicht. Was? Gehört das nicht so? Das war Sabotage. Das ist nicht gut. Asim? Louis! Nicht schreien. Verteilt euch. Wir müssen sie suchen. Passt auf die Monster auf. Er nimmt die Fische mit, sonst sind die auch noch weg. Lea. Ist das eine Bibelseite? Clem, hab was gefunden. Monster. Hey, hier drüben! Hier drüben was? Der geht nicht auf unsere Kappe. Was zur Hölle? Da lag das hier. Raucht eins von den Kindern? Nein, gibt nichts zu rauchen. Wer ist der Pechvogel da? Wo wart ihr? Wir haben die Fallen überprüft. Die ausgelösten waren alle leer. Die restlichen sind kaputt. Wir wurden ausgeraubt? Ganz toll. Und jetzt werden wir verhungern. Wir haben 4 Fische. Und ihr habt ein Kaninchen. Das? Scheiße. Scheiße. Es ist nur Scheiße. Okay, durchatmen, Brody. Komm schon, komm schon, komm schon. Es wird alles wieder gut. Es ist nur eine Panikattacke. Hey, ganz ruhig. Wir finden schon genug Essen, um durch den... Das ist nicht das, was mir Sorgen macht. Brody, ganz ruhig. Ich muss Marlin davon erzählen. Wir brauchen immer noch Essen. Ihr wisst schon, überleben? Wir haben viel zu wenig hier. Kümmert ihr euch drum. Interessant. Ich bringe die Beute zur Schule zurück. Vielleicht können wir sie ein bisschen verteilen. Und was jetzt? Steine essen? Steine sind kein Essen. Schon klar. Hilft uns Marlon raus, wenn wir kein Essen finden? Wir haben doch gerade 4 Fische. Wo können wir noch suchen? Vielleicht. Also jetzt wollen die, dass ich was aussuche. Na, nicht am Bahnhof. Ich will nicht zum Bahnhof. Das ist außerhalb der Sicherheitszone. Der Bahnhof. Er ist nicht allzu weit weg von hier. Aber nicht mehr in der Sicherheitszone. Als AJ und ich dort waren, gab es Vorräte. Ist ein Versuch wert. Sicher, dass es dort Essen gab? Definitiv. Die Explosion hat vermutlich einiges zerstört. Aber irgendwas muss übrig sein. Da war so viel. Der hat's Buff gemacht. Ich meine, entschuldige. Oder wir verhungern. Wir haben 4 Fische und ein Kaninchen. What the fuck? Na gut, gehen wir. An einem Kaninchen essen mindestens 2 Leute. Und 4 Fische. 2 sind Kinder. Die können sich einen Fisch teilen? Er muss nicht verstehen. Ich will nicht zur Schule, zum Bahnhof. Ja. Ich meine, idiotisch. Nacht ist noch dazu. Da sind die Vorräte. Aber auch viel mehr Beißer als das letzte Mal. Na, da hat's Buff gemacht. Wir werden sterben. Ja. Wir können entweder hier sterben. Definitiv. Oder verhungern. Such's dir aus. Clem, du solltest die Lage auskundschaften. Du kennst dich hier besser aus. Ich schau mich mal um. Kann nicht vorsichtig genug sein. Ich bin gleich wieder tot. Ich könnte da hochklettern, aber ich weiß nicht, wie uns das reinbringen soll. Hier draußen sind einfach zu viele. Hoffentlich sind sie nicht reingekommen. Betrachtet die Glocke, ja? Wenn nicht der Lord, kommen alle. Na, dann betrachte ich halt die Glocke, ne? Ich habe schon mal Beißer mit der Glocke angelockt. Könnte nochmal klappen. Ja,
Sie folgen gerne Geräuschen. Ja, aber dann geht's hier bitte woanders hin, Leute. Sieht aus, als hättest du eine Idee. Wenn einer von uns dort hochklettert, kann er genug Krach mit der Glocke machen, um die Beißer anzulocken. Dann kann der Rest in den Bahnhof schleichen. Louis, ich bin für Louis. Moment mal. Ich möchte einen Gegenvorschlag machen. Ach komm, Lou. Du bist laut, dramatisch, ein bisschen nervig. Du bist quasi eine wandelnde Ablenkung. Also, du Traumprinz. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Wie könnte ich dir etwas Ich hab gesagt, du bist perfekt dafür. Ich komm mit und geb dir Deckung. Mit dem Beil. Von mir aus, ich mach's. Aber wenn ich sterbe, wird Beißer Louis euch beide zuerst fressen. Hey, er ist wenigstens witzig. Ich lenke sie ab, bis ich sehe, dass ihr in Deckung seid. Dann versuche ich, die Stinkerpatrouille umzulenken, damit ihr schnell ins Gebäude rennen könnt. Oh, ich bin gleich tot. Wenn wir in Position sind, gebe ich dir das Signal. Dann kannst du anfangen. Viel Glück. Ah, ich habe keine Ahnung, was der Plan ist. Auf mich zu? Good job. Noch leben wir. Bis jetzt. Ich gebe Louis das Signal. Na, geh in Deckung. Worauf wartet er? Na los, na los. Louis, verdammt. Lass ihm einfach kurz Zeit. Halt jetzt mal den Schlapfen. Haben wir aber nicht. Psst. Schleichen rein, schnappen das Essen und hauen ab. Klingt gut, aber macht schnell. Na gerne. Oh, die macht mich fertig. Gut, dass man die umgebracht hat. Die haut die Tür auch noch zu. War da nicht gerade ein Zombie hinten im Zimmer drin? Ja, die sind perfekt. Clem, guck mal. Mach sie an. Geht sie noch? Nein, mach sie nicht an. Mach's wieder aus. Mach's aus. Mach's aus. Dabei brauche ich deine Hilfe, Kleiner. Hast du noch deine Waffe? Warum machen die das Licht an? Sicher ist sicher. Ja, mach das Licht aus. Mach das Licht aus. Super, AJ. Ist da noch mehr? Er bringt eins nach dem anderen. Nur weiter so.
aufstehen. Langsam. Schrei nicht. Versuch bloß nichts. Ich tu dir nichts. Wenn ich nicht muss. Wer bist du? Ich heiße Abel und ich habe mächtig Hunger. Ja, dann teil mal halt. Deine Freunde und du haben da draußen ganz schön Krach gemacht. War nicht zu überhören. Lebst du in der Nähe? Es geht dich gar nichts an. Du kanntest diesen Ort schon vorher und hattest geplant, hier reinzukommen. Bin nur auf der Durchreise. Wollte sehen, was sich hier plündern lässt. Und du hattest verdammtes Glück. Ich hasse Menschen. Na schau, habe ich gesagt, der ist ein Zombie. Du siehst ein bisschen zu jung aus, um allein zu sein. Hast du eine Gruppe? Nein. Ich zähle dich plus die zwei da draußen. Vielleicht noch mehr? Habt ihr hier im Wald ein Lager? Tja, manchmal ist gar keine Antwort auch eine Antwort. Jetzt werde ich die Tasche ganz langsam füllen. Dafür haben wir hart gearbeitet. Hallo auch, Knirps. Hast wohl Verstecken gespielt, wie? Das ist jetzt unhöflich. Du klaust uns nichts. Ich klaue nichts. Das gehört euch nicht. Dir gehört aber auch nicht. Ich kann dich tot machen. Ach, Kleiner, ich bin schneller als du. Hör mal zu, Knirps. Jetzt steck mal fix die Waffe weg und lass mich hier weitermachen. Verstanden? Ich nehme nur ein kleines bisschen und dann gehe ich. Ich greife ihn an, scheiß drauf. Als ob ich nie da gewesen wäre. AJ, runter! Scheiße! Du Miststück! Hölle. Nimm meine Tasche und mach sie voll. Jetzt ist die Lade auch noch. Schau dir das an. Ah, Entschuldigung. Renn, warum bleibst du stehen? Was soll ich jetzt machen? Okay, sie rennt von selber. Ich habe die Musik eigentlich leiser gemacht. Aber sie ist laut. Ich glaube, das war jetzt die erste Episode. Den habe ich schön fertig gemacht. Bumm. Bin stolz auf mich. Nein, ist noch immer nicht aus. Das Spiel hört nie auf. Ich sitze in 5 Tagen noch da. Du hörst mir nicht zu. Marlon, hör zu. Ich sag's dir, hier waren Plünderer. Keine Panik. Wir kümmern uns drum. Hat ja etwas gedauert. Ja, gut, ja. Gut Ding. Will Weile haben. Das nächste Mal kann's selber gehen. Asim! Mitch! Schaut mal her! Essen! Na, der kann auch nicht ruhig sein, ha? Huh? Das ist echt eine Menge zu essen. Aufmerksam wie immer, Mitch. Ich kann's kaum glauben. Seht mal. Du hast uns gerettet, Clem. Also wirklich, im Ernst. Das war Teamarbeit. Louis und Violet haben geholfen. Aber sie haben nie so viel mitgebracht. Du auch nicht. Jetzt kriegen wir Schimpfer. Wo habt ihr das alles gefunden? Am Bahnhof. Clem wusste, wo es war. Im Bahnhof? Der liegt außerhalb der Sicherheitszone. Wir hätten noch mehr. Aber da war dieser Typ, der unsere Kaninchenfallen geschrottet hat. Typ? Was für ein Typ? Clem meint, er hat diese ätzenden Bibelzigaretten geraucht. Seine Augen hatten unterschiedliche Farben. Die kennt den. Ist er euch gefolgt? Er ist tot.
Ich habe ihn in einen Pulk Beißer gestoßen. Die haben ihn erwischt. Das war so cool. Naja, keine Ahnung, ob er es rausgeschafft hat. Aber wenn ja, wird er es nicht lange machen. Du hast ihn angegriffen? Spinnst du? Wenn er überlebt hat, wird er sich garantiert rächen wollen. Denn... Geht's dir noch ganz gut? Geht's dir noch ganz gut oder what the fuck? Das ist so krank. Wie kann man nur so dumm sein? Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte er uns erschossen. Es war richtig so. Schwachsinn! Und wenn da noch mehr sind? Du hast keine Ahnung, wozu die Leute da draußen fähig sind. Oh ja, ich komme von da draußen, du blöde Kuh. Ich kann nicht. Ich darf nicht wieder... Verdammt! Was zur Hölle ist hier los? Ja, dies hat einen Buscher. Sie hat sie aus der Sicherheitszone geführt. Sie haben jemanden gesehen. Du weißt, was das heißt. Es reicht! Das bedeutet nur, dass da draußen ein hungriger Typ ist, der nach Essen sucht. Nichts Neues. Du übertreibst etwas. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Komm schon, lass uns irgendwo hingehen und darüber reden. Bist du deppert, die hat einen Boscher. Wenn irgendwas passiert, mache ich dich. Ja, ist schon gut. Ja, ja, beruhig dich. Ich kann das übernehmen. Clem, du solltest helfen. Habe ich ja. Und das hast du. Das hast du. Aber... Scheiße. Gott, nichts ist einfach. Alle am Leben. Kein Grund zur Sorge. Das gefällt mir auch nicht. Aber Sorgen. Immer. Tja, immerhin gibt's heute was zu essen. Und die nächsten Tage. Ich rede mit Brody. Danke für die Beute, Clem. Ihr solltet sie genießen. Habt ihr euch verdient. Er ist nix. Keine Sorge, Clem. Seit wir Sophie und Minnie verloren haben, hat Brody vor allem Schiss, was außerhalb der Sicherheitszone passiert. Sie kriegt sich schon wieder ein. Trotzdem sollte das nicht nochmal passieren. Wir können mal sehen, ob Rosie morgen früh eine Witterung aufnimmt. Nur zur Sicherheit. Mhm, gute Idee. Ich gehe abspülen. Du hast doch noch nicht mal gegessen. Die sind alle komisch. Ich gehe mit. Bis später. Ja, jetzt sitzen wir gleich allein da. Schau dir das an. Mhm. Macht euch keine Sorgen. Sie sind nur traurig. Traurig? Wieso? Vor einem Jahr sind meine Schwestern gestorben. Deswegen sind sie traurig. Und du nicht? Nein. Sterben ist nicht schlimm. Es ist zwar traurig, aber nicht schlimm. Ich stelle mir vor, dass sie nicht tot sind. Ich stelle mir vor, wo sie jetzt sein könnten. Sophie hat immer tolle Sachen gemacht. Sie würde uns allen ein Haus bauen und es sogar anmalen. Und Minnie würde uns irgendeins von ihren Liedern vorspielen. Ich glaube, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass danach jemand auf mich wartet. An irgendeinem schönen Ort. Wir alle zusammen. Sieht nach einem netten Ort aus. Ja, finde ich auch. Und viel besser als eine muffige alte Schule. Wer sind die da? Die Beißer, die sie erwischt haben. Die sollen auch da sein? Die waren nicht immer Beißer. An diesem Ort dort dürfen alle wieder Menschen sein. Manchmal male ich die Beißer so, wie sie wahrscheinlich ausgesehen haben. Und manchmal, was sie aus Minnie und Sophie gemacht haben. Woher weiß er, was sie gemacht haben? Aber manchmal male ich auch das hier. Da darf ich da sein? Klar. Willst du auch da sein? Ich mal dich schön, versprochen. Ach ja, klar. Oh, fast vergessen. Hier, bitteschön. Oh, für die Wand. Es ist deins. Unseres. Es wird spät.
Ja, ihr solltet lieber schlafen gehen. Das Spiel hört nie auf. Kommst du nicht mit? Noch nicht. Ich will das erst fertig machen. Gute Nacht. Dann bis morgen. Ein Platz zum Leben. Ich würde ja eine Pause machen wollen, aber ich weiß ja nicht, wann das aufhört. Dann mache ich eine Pause und 5 Minuten später ist es aus. Ist auch blöd, ne? Zeit fürs Bett, mein Kleiner. Kann ich aufbleiben? Nein. Wozu? Noch 2 Minuten. Wozu? Ah, leg dich hin, dann sehen wir weiter. Du bist ins Bett gegangen, von allein. Hier gefällt's mir. Ich habe Fische getötet. Violet schien Spaß zu haben. Es ist schön hier. Kein Rumfahren oder Weglaufen. Aber die Farm war auch schön. Vor dem Blut. An die Farm kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das hier ist nicht die Farm. Aber ich kann ja gern die anderen Teile nochmal spielen mit meinem anderen Account. Gefällt es dir? Mir gefällt es, jetzt, wo ich mich daran gewöhnt habe. Ja, ich bin nicht sicher. Und wir sind sicher. Ja. Ja, wirklich. Es ist schön, sich sicher zu fühlen. So, du durftest noch 2 Minuten aufbleiben. Jetzt wird geschlafen. Ich leg mich hin, wenn du das Licht ausmachst. Na gut, einen Moment noch. Ja, ja, ich muss es an die Wand hängen, ich weiß. Zack. So. Eine gute Zeichnung. Er ist ein echter Künstler. Deine Zeichnung ist auch gut. Weiß ich doch. Hm? Echt süß. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Schlafen gehen vielleicht? Keine Ahnung. Ausblasen. Schlafen. Gute Nacht. Träum schön. Nicht von Beißern. Und was, wenn doch? Ich träume nie von Beißern. Komm schon, spiel mit. Einmal. Peng. Gut. Und danke. Aber jetzt war die erste Episode. Wenn es jetzt noch einmal weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Es geht noch einmal weiter. Oh oh, Ärger. Und das Bett. Was ist das? Und das Bett. Geh unter das Bett. Nein, nein, nicht die Kerze. Du blöde Kuh, warum machst du schon wieder Licht? Die geht mir am Keks. Was zur Hölle? Da sind Stimmen in den Rohren. Ich glaube, jemand braucht Hilfe. Ja, mach mal das Licht aus. Wer? Wir? Nein, 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 jetzt nicht. Aber wir sollten helfen. Wenn es ein Monster ist, töten wir es. Das dürfte kein Monster sein. Das ist ein Mensch. Hast du deine Waffe? Aha. Ja, und das Bett. Bin gleich wieder da. Mach die Kerze aus, die sehen dich ja. Die geht mir am Keks, wirklich. Alles klar? Wütende Stimmen. Schon gut. Ich sehe nach, was da los ist. Ich weiß. Das Bett brauche ich jetzt nicht betrachten. Scheißdreck, den macht nicht das. Geht mit dem Licht raus. Ich meine. Ja, folge den Geräuschen, ich weiß.
etwas weiter. Keller. Vielleicht sind da Gefangene drin, ich weiß nicht. Das ist beidseitig schließbar. Nicht zu knacken. Ich muss einen anderen Weg in den Keller finden. Eine Kellertür draußen auf dem Hof. Ja, beweg dich, komm. Bumm, und sie hat die Tür zu. Es wäre lustig, wenn es jetzt vorbei wäre, aber jetzt ist es spannend. Aha. Danke. Endlich ist die depperte Kerze aus. Laut der Karte sollte man hier auch in den Keller gelangen. Das war's nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Nein, falsch. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das falsch ist, aber sie hat in die Richtung geschaut. Falsche Richtung. Nein, falsch. Ja, ich bin jetzt aber links herumgelaufen. So. Ah, rechts herum. Das ist zugewachsen. Ja, und wo soll es jetzt sein? Was? Greif nach. Wo ist er jetzt hin? Hallo? Greif nach, da. Greif nach dem Ziegel. Ja? Schwer. Du hast Ziegel schwer. Ah, da, schau. Du übertreibst. Ja. Und wenn nicht, tust du. Setz deine Augen auf. Du bist unmöglich. Du bist doch meine. Hey, hey. Wir sind kein Team. Jetzt hören sie auf. Kann ich wieder reingehen? Ich habe gelauscht, jetzt gehe ich wieder rein. Ich will da jetzt nichts kaputt machen. Wo ist denn die Tür? Wo bin ich denn da losgelaufen? War das da? Nein, die lassen mich nicht mehr rein. Ich will das nicht kaputt machen. Beim Haupteingang bin ich raus. Schauen wir, ob wir da nochmal rein können. Hund ist auch da. Der Hund schlaft, lass ihn. Das Spiel zwingt mich, okay. Na dann. Geh mal. Dann mache ich mich jetzt beliebt. Das ist laut. Sie meinte auch, er wurde gerissen. Deshalb wird er uns in Ruhe lassen. Es ist
doch nicht nur er. Diese Bastarde sind zurück. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Das ist gar nichts. Und du auch nicht. Brody, reiß dich zusammen. Du wirst schon wieder wütend. Was erwartest du denn? Du machst mich wütend. Oh, wir müssen es den anderen sagen, was du getan hast. Wer ist da? Ich? Zeig dich. Ja, ich bin's. Kim! Was macht ihr hier unten? Im Dunkeln. Brody und ich reden nur. Geh schlafen. Du solltest dich ausruhen. Es war ein langer Tag. Ich habe geschlafen. Ihr habt mich geweckt. Tut mir leid. Ich dachte, uns hört hier niemand. Sagt ihr mir, was los ist? Das geht dich nichts an. Geh wieder zum Schlafsaal. Eigentlich geht's mich schon was an, wenn wir in Gefahr sind. Das ist ein alter Bekannter. Brody, hör nicht auf sie, Clem. Sie ist verrückt. So ist sie halt manchmal. Ignorier es einfach. Hab keine Angst, Brody. Sag, was du zu sagen hast. Was für ein alter Bekannter. Marlon hat ihm und seinen Leuten die Zwillinge überlassen. Brody! Tens Schwester? Ich dachte, sie wurden von Beißern getötet. So haben wir es den anderen erzählt. Klappe! Weil Marlon sich so geschämt hat, was passiert. Klappe! Hat das jetzt. Was ist mit ihm oder what the fuck? Ich habe mir gedacht, sie hat einen an der Waffel, aber die sind ja alle nicht ganz dicht. Die ist tot. Was hast du nur getan? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Alles wird gut, ich verspreche es. Ja, dann mach mal die Wunde zu. Warum hast du das getan, Brody? Du solltest es doch nicht verraten. Wie? Was soll ich tun? Bleib bei ihr. Hier unten ist irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten, oder? Erste-Hilfe-Kasten? Brody, ich bin's, Clem. Halt. Halt einfach still. Wer? Ich sehe nichts. Clementine, erinnerst du dich? Wir wollten zum Strand fahren und schwimmen und die Küste lang fahren. Sonne. Clem, du bist in Gefahr. Du und auch AJ. In Gefahr. Marlon bringt mich um, wenn ich rede. Er hat Angst. Und wenn er Angst hat, wird er wütend. Brody, wenn AJ in Gefahr ist, musst du es mir sagen. Alles ist so undeutlich. Ich spüre mein Bein. Ja, die krepiert. Bitte, versuch es. Falls die Plünderer zurückkommen. Marlon meinte, er überlässt euch ihnen. Was? Damit sie weggehen. Wie er es mit Tens Schwestern getan hat. Brody. Und weg ist. Verdammt. Nein. Was zum Teufel soll ich tun? Dich beruhigen. Sie wird ein Monster. Marvin! Er sperrt mich an. Tut mir leid. Ich kann nicht zulassen, dass du mit den anderen redest. Habe ich gesagt, es ist ein tristes Spiel. Da ist eine Lücke. Wenn ich etwas sehr Dünnes finde, könnte ich es hineinschieben und den Riegel anheben. In der Dunkelheit finde ich nichts. Ja, dann nimm die Taschenlampe. Schon besser. Ja, renn. So schnell verwandelt sich die nicht. Nimm die Taschenlampe. Thank you.
Wo bin ich denn jetzt herkommen? Sie ist weg. Ja, kriech. Komm. Ich glaube, ich muss den Ton dann ein bisschen leiser machen beim nächsten Teil. Ich höre mir das dann auf YouTube an. Bitte! Ja. Nimm's in die Hand. X. Dreieck. Mach auf die Tür. Hopp, hopp. Und dann klapp, mach gleich wieder zu. Ah! What the fuck? Bald tot, sag einmal. Ja. Ja, du kannst nichts dafür, was soll man machen? Habe ich gesagt, Menschen sind katastrophal. Ich werde immer ruhiger. Das Spiel ist ein Wahnsinn. Das ist eine Katastrophe. Ich glaube, das war's jetzt. Diesmal war's wirklich. Nein, noch immer nicht. Schau, das Spiel hört nie auf. AJ, leg die Waffe weg. Haltet mir diesen Psycho vom Land! Wo ist sie? Sie ist im Keller. Sie hat Brody ermordet. Das stimmt nicht. Was? Hast du Blut im Gesicht? Warum Brody? Hast du es gesehen? Ist sie jetzt ein Weißer? Hey, Marlin! Ihr solltet euch besser absprechen. Clem! Du hast Brody ermordet! Du hast dir den Schädel gespalten! Das ist eine Lüge! Du hast sie getötet! Was zum Henker ist hier los? Ihre Hände! Das ist Brodys Blut! Der Typ hat einen Bosch, bist du deppert. Wir haben sie gerettet! Niemand sonst hätte es getan! Wir haben ihnen Essen wir gegeben, haben dir Essen ein gegeben, Ort zum Idiot. Schlafen! Und so danken sie es uns mit gezückten Waffen und morgen nicht mit uns! Was zur Hölle? Marlin! Wenn du mich erschießt, was bietest du dann deinen Plünderer-Kumpan an, wenn sie kommt? Wovon zum Teufel redet sie? Er tut es nicht, weil er uns lebendig halt braucht. Halt die Klappe! Brody meinte, Marlin wollte mich und AJ dem Plünderern übergeben, damit sie euch nichts tun. So wie er es mit Sophie und Minnie gemacht hat. Plünderer? Oh halt die Fresse, Clementine! Lass sie reden! Brody hat mir die Wahrheit gesagt. Deshalb hat Marlin sie getötet. Ach, komm schon, verdammt! Sie sind nur auf Plünderer gestoßen, weil Clem unbedingt zum Bahnhof wollte. Was für ein Zufall, oder? Schade, dass ich nicht an Zufälle glaube. Wisst ihr nicht mehr, wie viel Angst wir hatten, als die Erwachsenen uns verlassen haben? Ich habe uns neuen Mut gegeben. Wem von uns glaubt ihr, hä? Der Neuen und ihren kleinen Irren? Oder mir, eurem Freund? Sie hat uns Essen besorgt. Was nützt Essen, wenn Außenseiter kommen und es wegnehmen? Violet, du musst mir glauben. Musst du nicht! Du kennst sie erst seit 2 Tagen!
Ich kenne dich nicht, Clem. Nicht wirklich. Tut mir leid. Marlin soll mich also erschießen. Im Ernst? Hört bloß nicht auf sie. Hey, was würde Minnie von dir erwarten? Sie war auch meine Freundin. Ja. Und Brody auch. Ja. Clem, ich... Scheiße. Wir werden uns sicherer fühlen, sobald ich abdrücke. Hätte dich Wenn auch du dabei gewesen wärst, als die Plünderer kamen, hätte er dich auch aufgegeben. Violet stellt sich quer. Oh, Überraschung. Nimm die Waffe weg. Jetzt. Wir regeln das anständig. Waffe runter, Marlin. Sei vernünftig. Er schießt jetzt gleich irgendwen. Er ist ein Idiot. Ihr kapiert es nicht. Ihr kapiert gar nichts. Oder? Ich will euch beschützen! Euch alle! Jeden einzelnen von euch! Er liegt euch alle an. Er kann oder will euch nicht beschützen. Ihr seht doch, was Brody passiert ist. Sophie, Minerva, beschützen bist du denn nicht? Meine verdammte Klappe! Es war richtig so. Ich habe jedem in dieser verdammten Schule das Leben gerettet. Und ich würde es genauso wieder tun. Wie bitte? Wusste nicht, dass wir so überflüssig sind. Du meintest, sie sind tot. Ich musste doch euch andere retten. Du hast sie verraten. Warum hat er das getan? Ich hab ihr vertraut, Marlin. Und sie auch. Er saß in der Klemme. Er hat die falsche Entscheidung getroffen. Auch wenn er dachte, er tut es aus den richtigen Gründen. Das heißt nicht, dass er nicht dafür bezahlen muss. Ich wollte sie holen. Irgendeine Rettungsaktion starten. Aber? Ehrlich, Ten, aber ich konnte nicht. Ich hatte Angst. Und du hast Brody getötet, weil sie es wusste? Ich wollte es nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte euch alle retten. Eben die Waffe nehmen, er schießt sich sonst. Minerva! So. Ich bin am Ende. Er hätte sich sonst erschossen. Wir können das gerade biegen. Es gibt noch Hoffnung. Du hast mich schon geschlagen. Du musst mich nicht noch anlügen. Du hast gewonnen. Ich kann nicht... Wer hat ihn jetzt erschossen? Okay, das war jetzt fix die erste Staffel. What the... Also die erste Episode. Genug mit Wegrennen. Puh, da geht's gleich zur Sache. Ja?
letzte Staffel und dann eben mit Episode 2. Ja, macht es gut. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare rein. Ansonsten abonniert mich, liked mich. Und wir sehen uns, ja, wenn es das nächste Mal weitergeht. Passt auf euch auf, macht es gut und ciao!